eigentlich so über die Geschichte des Königs von, ja, von der, wie er König geworden ist, bis zum Schluss, bis zum Tod. Also über seine Schlösser, er schwärmt über seine Schlösser, seine Visionen, was er hat. Er ist auch sehr deprimiert in bestimmten Phasen der Krieg. Er ist ein Feind des Krieges gewesen, er wollte nie Krieg, musste ihn machen. Und dann gibt es dann, also ein dreiteiliger Monolog zwischen den Esselsgängen. Und zum Schluss dann, er hadert halt mit sich selber und er zieht sich zurück in seine Bergresidenzen und will keine Menschen mehr um sich haben. So ist es halt aufgeteilt, die ganze Geschichte. Also so ein bisschen nach der Reihe nach. Aber es ist ein Monolog, den er mit sich selber, seine Gedankengänge, also er spricht nicht zu den Leuten, sondern er tritt auf, als wie wenn er hier nur für sich selber nachdenkt über sein Leben. Was alles kommt oder was alles hinter sich hat. Also läuft das. König Ludwig passt mit der Königsforelle. Er liebt Bohnen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Musline von Bohnen. Auch ein bisschen modern, auch dass es ein bisschen modern, ein bisschen anders rüber ist. Eine Rinderkonsommé, weil er klare Suppen geliebt hat. Dieses Dumpling sozusagen, es ist so eine kleine Pasta sozusagen oder eine gefüllte Pasta mit Schinken innen drin, das hat er auch geliebt, das hat er auch zusammengebunden. Und gut, der Zitronensorbet ist es ein bisschen den Gaumen zu waschen und dann auf den nächsten Gang zu gehen. Danach haben wir die Perlenbrust mit den Erbsen, Kartoffelcreme und dann haben wir gesagt, dann peppen wir das ein bisschen auf mit dem Perigot-Trüffel und ja, weil er Kartoffeln sehr geliebt hat, er hat die Perlen geliebt. Ja, das sind eigentlich die ganzen Gerichte, was er eigentlich immer gegessen hat. Und die Waldbeeren ist er auch sozusagen, er war sehr überzeugt über diese Sachen. Wir haben einfach die Komponenten eigentlich, was er immer gerne gegessen hat, haben wir zusammengesetzt und das haben wir danach sozusagen als Menü, als Setmenü. Jetzt werden wir das umsetzen am Samstag, dass er zufrieden ist. Genau. Ich hoffe, dass es alles gut sein wird. Haben Sie?